Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und Einleitung. Und es macht mir Spaß, hier zunächst einmal vor so viel interessierten Jüngeren zu sitzen, die sich heute mit diesen Fragen beschäftigen. Und die Einleitung gibt mir auch gleichzeitig sofort Gelegenheit, eben ein Beispiel für unsere Probleme mit der Sprache zu benennen. Was heißt das eigentlich, wenn wir von Krise sprechen? Denkt nicht jeder beim Wort Krise daran, dass sie dann eben in Kürze mal irgendwann überwunden sein wird? Vielleicht ist schon das Wort Krise inzwischen eine Ideologie geworden, die uns über die Situation, dass diese Krise bei uns bleiben wird, auf Jahre, vielleicht auf Jahrzehnte hinaus täuscht. Wir werden als erstes rekapitulieren, was man über das Verhältnis von Politik, zumal Ideologie und Theater, denken kann. Sodann werde ich die Frage aufwerfen, in welcher Weise Theater sich zulänglich nicht anders als durch eine gewisse Ästhetik des Risikos und sogar eine Art von Verrat behaupten kann, um die These, dass Kunst und Theater gerade auch dort, wo sie als Compagnon de route der politischen Aktion verstanden und so praktiziert werden, einen Abstand, ja ein Konfliktverhältnis zur eigenen Parteinahme und Überzeugung, zum eigenen Denken unterhalten müssen, um also diese These in das Spannungsfeld zwischen einer Ästhetik des Widerstands und einer Ästhetik des Aufstands zu rücken. Theater ist vor allem kein Ort und kein Mittel, um eine politische Ideologie an den Mann zu bringen, eine Lehre oder eine Einsicht zu verbreiten. Die Zeiten, da man im Theater einen Ort der religiösen, bürgerlich-moralischen oder politischen Unterweisung erblickte, sind dahin. Wir gehen von der Äquivalenz der Intelligenzen aus, um Jacques Rancière zu zitieren. Das heißt, Kunst und Theater sind als gemeinsame Lernprozesse zu denken und nur mit Einschränkung als direktes politisches Agieren. Gewiss mag es in politisch zugespitzten Zeiten, wenn es um Leben und Tod der Demokratie oder dergleichen geht, auch in Zukunft geschehen, dass ausnahmsweise jeder Ort, jede Institution, jede Aktivität, auch Kunst und Theater, in den Dienst der politischen und ideologischen Meinungsbildung und Auseinandersetzung genommen wird. Grundsätzlich aber bleibt auch dann dabei: Theater wirkt, solange es eine wohl mit Politik eng verbundene, aber von Politik unterscheidbare Praxis bleibt. Dennoch indirekt, modo obliquo, durch seine Wirklichkeit als ästhetisches Verhalten. Wie es schon Schiller gegen die belehrenden bürgerlichen Trauerspiele betonte, durch Thematisierung von Haltungen, die dem Denken und der Ideologie zugrunde liegen, wie Brecht es gegen Piscator forderte, durch Erschütterung kultureller und zivilisatorischer Raster, einschließlich der Sprache selbst, durch deren Wirksamkeit wir Realität stets nur charakteristisch entstellt erfahren. Vielleicht auch durch Übung, Erweiterung, Vertiefung der Fähigkeit zum Sympathisieren im weitesten Sinn, Miterleben, Identifizierung, Mitleid, Einfühlung, das allerdings immer wieder gebrochen werden muss, um dem Schrecken Raum zu geben, wie Brecht sagte, der zur Erkenntnis nötig ist. Jedenfalls im weitesten Sinn wirkt ästhetische Praxis als und durch Unterbrechung, als und durch die gegenseitige Unterbrechung von realer Praxis und ästhetischem Spiel. Dadurch vermag man einen durch Kunst befreiteren Blick auf die Praxis, durch die Erinnerung an die Praxis einen kritischen Blick auf eine nur ästhetische Einstellung in der Kunst zu werfen. An dieser Distanz und damit auch dem möglichen Konflikt zwischen Politik und Kunst sympathisiere die Letzte auch mit dieser Politik, ändern Extremfälle einer direkt und gleichzeitig ästhetischen und politischen Praxis nichts. Die Unterbrechung durch Kunst betrifft stets auch das eigene Tun. Das Ästhetische kann also niemals ein ganz unproblematischer Compagnon de route der politischen Praxis sein. Das Theaterereignis bietet die Möglichkeit zu einer sich herstellenden passagieren Gemeinschaft, die sich indessen gerade nicht in einer gemeinsam behaupteten Ideologie manifestieren soll, sondern Communauté désœuvrée, mit Nancy zu sprechen bleibt, Gemeinschaft ohne Werk, paradoxe Gemeinsamkeit der nicht gemeinsamen Singularitäten, die voneinander getrennt Einzelne bleiben und sich in der Gemeinsamkeit der Endlichkeit des Todes nur treffen, indem sie die Erfahrung teilen, sich nicht zu treffen. Derrida hat einmal betont, alles Theater stelle im Grunde einen Verrat dar. Es kann nicht anders, als die utopische Erwartung an Gemeinschaftlichkeit zu verraten, die es als Praxis doch immer erweckt. Darin sehe ich einen Zug der Kunst, der sie auch als Bündnispartner politischer Aktion immer in eine Distanz rücken lässt. Keine noch so dichte Annäherung an das aktivistische Tun löscht die Distanz ganz, die das Moment von Unernst und Spiel der Kunst
von der Seriosität und der Gefahr des politischen Handelns trennt. Hat deswegen Theater aber nichts mit Ideologie und Politik zu tun? Ganz im Gegenteil. Aber alles hängt davon ab, wie man den Begriff versteht. Der kurante Begriff von Ideologie, jemand hat eine Ideologie, ist etwa Kommunist oder Liberaler oder vielleicht Anhänger von Occupy, meint nichts anderes als etwas wie eine Weltanschauung, ein Set von Ansichten und Grundeinstellungen. Insofern mag jeder Theaterkünstler, jeder Zuschauer eine Ideologie haben. Doch sie sagt über das Machen und Rezipieren von Theater wenig aus. Wie andere Faktoren auch, Erfahrungen, Umwelt, kulturelle Prägungen des hervorbringenden Subjekts, geht auch seine Ideologie, es können auch mehrere sein, eine Kunstideologie, eine Geschichtsideologie, eine gesellschaftliche Ideologie, schlicht und einfach als ein Element unter anderem in die Theaterarbeit ein, in das Kunstmachen, in einen Text, eine Inszenierung, ohne diese doch wesentlich zu konstituieren. Das Verhältnis von Theater und Ideologie in diesem Sinne bleibt daher ein unergiebiges Thema, ähnlich unerheblich wie die Suche nach Spuren der Biografie des Künstlers in seinem Werk. Theatermacher wie Rezipienten teilen einfach mit allen anderen Individuen in der Gesellschaft die Verfassung, unter anderem auch Produzent und Opfer von Ideologien zu sein. Louis Althusser hat dagegen das meiner Ansicht nach noch immer, wenngleich nicht ohne kritische Anmerkungen, nützliche Konzept einer spontanen, ewigen Ideologie entwickelt. Der Blick des Subjekts, das einzelmenschliche Bewusstsein, ist demnach befangen in einer Art ewigen Ideologie, insofern als es konstitutiv durch eine bestimmte Art der Verkennung der Realität geprägt ist. Das Bewusstsein unterliegt einem Zug zur Anthropomorphisierung. Es neigt zu einem von Grund auf illusionären Weltbild, dass die Gesellschaft stets und systematisch in der Weise falsch versteht, weil es immer wieder der Höllenkälte der Strukturen und Machtblöcke ein menschliches Antlitz verleihen will. Nehmen wir die gegenwärtige Krise. Fast unwiderstehlich ist der Sog, bestimmte Personen für die Agenten der ablaufenden Prozesse zu halten und anzuklagen. Unwiderstehlich, weil es ja politisch auch wichtig und richtig ist, Namen zu nennen, polemisch Bankherren oder bestimmte Politiker anzugreifen. Aber wir vergessen dann zu leicht, dass hinter profitgierigen Unternehmern, die Arbeitnehmer drangsalieren oder in die Arbeitslosigkeit schicken, eine gesichtslose Wirklichkeit steht, die Automatik des Kapitals und des kapitalistischen Konkurrenzprinzips. Dass hinter Spekulanten als eigentlicher Gegner etwas steht, was einer ästhetischen Figuration kaum zugänglich ist. Das gesellschaftliche Geldsystem, das die Spekulation erst ermöglicht. Und dahinter, noch abstrakter, die Tauschgesellschaft, in der die menschliche Aktivität selbst absurderweise wie eine Ware gehandelt werden kann. Althusser spricht von unserem konstitutiv melodramatischen Bewusstsein, man könnte auch sagen einem dramatischen, sofern es gesellschaftlich-ökonomische Strukturen und Prozesse stets personalisiert, dramatisiert und damit radikal verkennt. Theater kann Althusser zufolge materialistisch nur sein, indem es diese Illusion zeigt und zugleich demontiert. Nicht etwa durch Belehrung von der Bühne herab, sondern durch Herstellung und Vorführung einer Alterität im Theater zwischen dem Melodram, das das Subjekt durchlebt, und der ganz anders gearteten Prozessualität und massiven Präsenz historisch-politischer Wirklichkeit. Althusser hat diese Überlegung in einem klassischen Aufsatz schon der 60er Jahre, Bertolazzi und Brecht, und in anderen Texten zum Verhältnis von Kunst und Ideologie dargelegt. Sein Verständnis von Ideologie baut auf dem marxischen Konzept auf, in dem Ideologie so viel heißt wie falsches Bewusstsein und vor allem besagt, dass die Individuen in der wahren Gesellschaft sich selbst nicht verstehen, dass sie das eigene Denken nicht als Ausdruck von Klasseninteresse und Entfremdung begreifen. Gehen wir diesem Gedanken von Ideologie als Selbstmissverständnis weiter nach, so stoßen wir auf keine geringere Problematik als die der, psychoanalytisch gesprochen, Ich-Instanz selbst. Mit Lacan ist das Ich selbst als Stätte einer radikalen Verkennung und Selbstverkennung zu denken, als eine Funktion des Psychischen, die fortwährend die trügerische Vorstellung einer Autonomie und Identität nährt, während das Ich in Wahrheit in radikaler Abhängigkeit befangen ist und sich nur notdürftig und also stets anfällig für Zusammenbruch als scheinhaft als Identität maskiert. Wir stehen daher vor der Notwendigkeit, was ein Subjekt ist, anders als über diese trügerisch verhärtete Identität dessen zu erfassen, was uns als Ort der Identität schlechthin erscheint, das Ich. Die erwähnte kritische Anmerkung betrifft den Umstand, dass bei Althusser die denn doch auch bemerkbare Rolle von Subjekten, die sich aufmachen, protestieren und handeln, gegenüber dem subjektlosen Prozess gänzlich zu entfallen scheint. In diesem Sinne müsste man sein Konzept ergänzen.
Zuvor aber noch ein Wort zu einer anderen Position, die mir ebenfalls auch heute noch bedenkenswert erscheint. Mit Guy Debord kann man als Ideologie den Umstand verstehen, dass die Menschen der gegenwärtigen Gesellschaft des Spektakels mehr noch durch die Annahme einer fundamental passiven Zuschauerposition als durch falsche Ideen im Unklaren bleiben über die treibenden Kräfte der Gesellschaft. Wie Althusser die Illusionen des Subjekts demontiert, so arbeitete Debord heraus, wie das Subjekt zu einer kritiklosen Annahme seiner Position in der und zur Gesellschaft als Spektakel tendiert. Die theatertheoretischen Konsequenzen sind im einen Fall die Forderung nach einer materialistischen Dramaturgie, die die Diskrepanz zwischen subjektivem Blick und asubjektiv verfasster Wirklichkeit aufnimmt, im zweiten Fall die Idee eines Theaters oder von paratheatralen Aktivitäten, die die Position des bloßen Zuschauens samt den problematischen Wünschen und Haltungen, die darin virulent sind, bloßlegen. Zwischen beiden Fällen ergibt sich eine interessante Parallele, wenn man fragt, welche Konsequenzen sich aus den jeweiligen ideologietheoretischen Einsichten für das Theater ergeben. Beide Aspekte, das bloße Zuschauen und ganz ebenso die Fantasie eines Subjekts, das zur Umwelt in einem Verhältnis wie zu anderen Subjekten steht, betreffen nämlich die Verfassung des Theaters selbst. Will man ein Theater denken, das sich kritisch an Ideologie abarbeitet, so muss es ein Theater sein, das auch die eigene Ideologie thematisiert. Es muss Theater als Schaustellung und Spektakel problematisieren, muss Situationen herstellen, in denen die trügerische Unschuld des Zuschauens gestört wird. Und es muss die in der Tradition verfestigten Grundkonstituenten des dramatischen Theaters selbst in Frage stellen, das Ich, die Handlung und so weiter. Drama, zumal in seiner tragischen Variante, ist durch lange Zeit hin als das exquisite Genre hervorgetreten, das gerade die in der Realität immer problematischer werdende Zentralstellung des Individuums, der Persona, zum Formprinzip hat. Handlungen und Entscheidungen werden im Drama wesentlich auf die Sphäre der Intersubjektivität bezogen. Die Relevanz des zwischenmenschlichen Austauschs qua Dialog fundiert die Möglichkeit des Dramas selbst. Es impliziert als Form bereits eine Art von Behauptung über die Identität der Dramatis Personae. Gegenwärtiges Theater steht, was seine mögliche Beziehung zur Ideologie angeht, vor der Tatsache, dass die politischen Realitäten so hochgradig abstrakt geworden sind, die öffentlichen Diskurse aber eine unaufhörlich wirksame Strategie der Personifikation, Verbildlichung und Sichtbarmachung, kurz der Dramatisierung, verfolgen. Das Politische erfährt eine konstante Deformation zum Drama, zu pseudodramatischen Konflikten, die die Ideologie im Sinne Althussers unaufhörlich erneuert und befestigt. Unter diesen Bedingungen wird es eine primäre Forderung an Theater, seine besondere Chance wahrzunehmen, gerade nicht eine Bestätigung, sondern eine Auflösung der dramatischen Simulacra zu betreiben. Nachdem die weltanschaulichen ideologischen Grundlagen des Dramas immer mehr schwinden, bildeten sich in der Tat neue Formen heraus, die unabhängig von einem mehr oder weniger deutlichen politischen Inhalt an einer in diesem genauen Sinn weniger ideologischen Wahrnehmung der Wirklichkeit arbeiten. Es geht um Subjekte, die vielleicht Vielheiten sind, um Geschehen, das nicht einfach ein Handeln sein kann, um eine Fragmentierung des Ich, das sich in elektronischen und anderen Netzen bewegt und verteilt, aber das Leben nicht erfährt wie den Schicksalsweg einer dramatischen Person, sondern eher in Phasen, Abschnitten, Diskontinuitäten. Eine Chance des Theaters besteht also in einer Dekonstruktion des essentiell dramatischen Phantasmas der Subjektidentität, unserer Urideologie. Stattdessen kann es eine Wahrnehmungspolitik betreiben, die die im politischen Diskurs unvermeidbaren Fixierungen und Festlegungen in Theater und oder Performance wieder auflöst, also das Politische unterbricht, indem es ein anderes Spiel spielt als der ideologische, moralische, politische Diskurs. Im üblichen Theater passiert das ausnahmsweise und man macht diese Erfahrung solcher Ausnahmen meist eher in kleineren, gleichsam intimen Momenten, wo die Möglichkeiten des Theaters ausgeschöpft werden, eine Begegnung zu sein, in der ich als Zuschauer zugleich teilnehmen werde. Zum Beispiel bei Akira Takayama in Tokio, der nach Fukushima nicht mehr Theater machte, sondern sich mit einer künstlerischen Aktion unmittelbar für die Anti-Atomkraftbewegung engagierte. Oder bei Laila Soliman aus Ägypten in ihrer Arbeit No Time for Art machen die Teilnehmer dadurch, dass jeder einfach laut eine Forderung nach Gerichtsverfahren gegen die Polizeimörder von Kairo verliest, zu Akteuren. Erinnerung an die Opfer, aber auch an die Mitverantwortung derer, die zuschauen. Paradoxerweise erkennt man die Notwendigkeit des Theaters gerade hier, gerade dann, wenn es sich selbst wie in solchen Arbeiten radikal in Frage stellt. Es verzichtet auf die Show, auf die Repräsentation
und wird zu einem gemeinsam erfahrenen Vorgang, der ununterscheidbar zugleich Politik und Kunst ist und doch den Abstand zur wirklich politischen Aktion wahrt. Beim Tokio-Festival erlebte ich im vorigen Jahr Zeitgeber, eine ganz eigentümliche Arbeit von Takuya Murakawa, einem jungen japanischen Regisseur. In einer runden Stunde zeigt uns Shuzo Kudo, kein professioneller Schauspieler, sondern ein wirklicher Behindertenhelfer, seine tägliche Arbeit für einen so gut wie vollständig Gelähmten. Auf der praktisch leeren Bühne befanden sich nur zwei Klappstühle, ein Mikrofon, eine Stereoanlage vorn am Rand. Nur der Behinderte war nicht da. Der Regisseur tritt vor und bittet darum, dass sich eine Dame aus dem Publikum bereit erklärt, auf der Bühne mitzuwirken. Er versichert, sie müsse nichts tun und nur einmal einen einfachen Satz sagen. Tatsächlich findet sich auch nach kurzem Zögern eine junge Frau, die nun auf der Bühne die Rolle des Behinderten übernimmt. Man konnte die Befürchtung hegen, man werde nun ein didaktisches und moralisierendes Theater erleben, eine bewegende Dokumentation, wie sie uns das Fernsehen alle Augenblicke beschert. Aber nichts von all dem geschah, denn diese Aufführung erhob sich weit über das Dokumentieren. Kudo zeigte alles in vollendeter Sachlichkeit und Nüchternheit. Die Handlungen, auch die peinlichen, die Hilfe bei der Toilette, den Patienten reinigen und so weiter, wurden mit einer radikal unprätentiösen Ruhe einfach demonstriert. Und zugleich war und blieb der gesamte Vorgang Theater. Verwandelte sich nicht in einen politisch-moralischen Aufruf. Das Theater sprach, indem es zeigte und schwieg. Die Sprache, ihr Fehlen, war dabei ein starkes Element. Der Helfer geht immer wieder das Alphabet durch zum Beispiel, bis der Behinderte durch ein Bewegen des Augenlids seine einzige Bewegungsmöglichkeit das Zeichen bestätigt und so Buchstaben für Buchstaben einen Wunsch nach einer bestimmten Speise vermitteln kann. Der eigentümlicherweise deutsche Titel Zeitgeber wurde wahr. Das Theater zeigte die Gabe der Zeit für den anderen, keine Arbeit mit einem Produktionsziel, auch keine immaterielle Arbeit, wie sie neuerdings in marxistischen Analysen thematisiert wird, sondern Arbeit als menschliche Lebenstätigkeit, die ihren Zweck in sich hat, als Betätigung des menschlichen Wesens mit dem und für den anderen. Und die mitspielende Person aus dem Publikum bestärkte unsere Identifizierung als Zuschauer mit ihr, die ja gleichsam unsere Delegierte war. Eine implizit politische Ästhetik, lebendige Kritik der kapitalistischen alltäglichen Lebensform. Im Bereich des Ästhetischen und hier zumal des Theaters, ob seiner Legierung von realem und ästhetisch vermeintem Vorgang können, heterotopisch im Sinne Foucaults, die Normen, Strukturen, Werte einer Gesellschaft, ich möchte mit Judith Butler sagen, ihre kulturelle Intelligibilität, einer Erschütterung, Suspendierung und Befragung ausgesetzt werden. Wo dies geschieht, können wir von einer Ästhetik des Risikos sprechen. Und zwar nicht nur wegen des Risikos der Beleidigung und des Verstoßes gegen die religiösen oder urbanen Sitten, gegen das Schamgefühl, sondern weil zum Objekt der Erschütterung auch die Normen, Werte, Setzungen, Überzeugungen gehören müssen, die diejenigen haben, die den Widerstand üben. Theaterkunst kann aus diesem Grunde, nochmals, kein unproblematischer Bundesgenosse der Praxis sein, sondern bleibt immer in einem Zwiespalt begriffen, den vereinfacht, aber wie ich finde sehr erhellend, der Revolutionär Kurt Eisner 1919 so formulierte: Der Künstler müsse als Bürger Sozialist sein, als Künstler aber Anarchist. Also muss er eine Spaltung in sich selbst realisieren und austragen. Vielleicht gar, so dachte es Artaud, auf Kosten einer Selbsttraumatisierung durch diesen Zwiespalt. Tatsächlich zutiefst moralisch und politisch verwerflich ist allein ein Theater, das harmlos ist, das nicht schmerzt, das uns zufriedenstellt, wie wir sind in unserer Kultiviertheit. Denn diese Kultur ist es, die die Katastrophe vergessen will, in der sich fast alle Körper dieser Welt objektiv befinden. Kunst hat das Risiko einzugehen, etwas in uns zu berühren, schmerzhaft, peinlich, beängstigend, störend, das vergessen, verleugnet, nicht an der Oberfläche des Bewusstseins aufgetaucht ist. Und doch werden moralische, in Wirklichkeit zutiefst amoralische Vorwürfe immer wieder gerade gegen jene Künstler geschleudert, die hinter die Oberfläche zurück wollen und darum in den Kellergewölben der Kultur Unruhe stiften. Nur also, indem es sich selbst in Frage stellt, gelangt das Theater zu Wiederentdeckung. Und heute stellt es vielfach in besonders radikaler Weise seine ästhetische Autonomie in Frage. Wir erleben das überraschende Comeback vieler schon ad acta gelegten Motive des Theaters. Dokument, das politische Thema, das Engagement, die Moral, die Empörung, die Provokation, die Gegenöffentlichkeit. Der Globalisierung antwortet ein mondialisiertes Theater, das die Verhältnisse weltweit direkt thematisiert und teilweise zum Element von Protestbewegungen wird. Eher respektiert man jetzt die unspektakuläre Inszenierung erschreckender Dokumente über Ruanda, hinter der eine wirkliche Recherche steht,
als ein, sei es auch routiniert gelungenes Theater der Fiktion über solche Themen. In neuen Aktionsformen sucht Theater, das an der Zeit ist, das politische Thema, in dem es immer wieder fast eins wird mit der Versammlung der Zuschauer. Moral, Engagement, fast schon verpönt werden wieder Thema, als Problem, als Frage, als Forderung. Wieder gesucht, inhaltlich und formal, wird eine Gegenöffentlichkeit. Immer öfter bewegt Theater sich dabei am Rand und sogar im Feld des Aktionismus. Das Feld dieser neuen Künste sucht zum Teil die direkte Nähe zur Aktion. Wenn eine Malerin die Verwertung ihrer Bilder durch die Bank, durch neue Werke thematisiert, wenn Hans Hake Betriebsgeheimnisse darüber öffentlich macht, wie Unternehmen selbst ihre Investitionen in Kunst ansehen, wenn Rimini Protokoll die Show der Aktionärsversammlung künstlerisch ans Licht holt, wenn Reverend Billy Protestaktionen bei Starbucks oder der Deutschen Bank veranstaltet, wenn die Jesmen die Ideologie der Unternehmenselite bloßstellen. Künstler fungieren in all diesen Fällen zugleich als gesellschaftliche Akteure ganz direkt. Die Versammlung, zu der Theater einlädt, verändert hier ihren Charakter, wenn das Publikum mal Liegner als Smart Mob im Bahnhof oder auf der Shopping Mall zu Produzenten wird, die zugleich die Grenzgrauzone des Erlaubten ausspionieren. Dieses Comeback einer Politisierung im Theater reagiert auf die allmählich unheimlich werdende Wiedergängerei von längst begraben Geglaubten in der politischen Sphäre. Ich denke an die stille Verabschiedung vom Primat der Demokratie. Man denke an das blanke Entsetzen der politischen Kaste, als der griechische Premier über eine Schicksalsfolge sein Volk entscheiden lassen wollte. An die von höchster Stelle gekommene Formel von der marktkonformen Demokratie. Daran, dass eine sonst kaum noch hingenommene autoritär behauptete Verfügungsgewalt dort so gut wie schrankenlos herrscht, wo sie am meisten Unheil anrichten kann, beim Finanzkapital. Der öffentliche Diskurs verunstaltet die Wirklichkeit total. Die Rettung der Bankkredite wird publiziert als Rettung der Griechen, während zugleich der Sozialdarwinismus vielfach seine neoliberale Auferstehung feiert und rassistisch gefärbte Nord-Süd-Ideologeme wieder zu hören sind. Es ist dieses Umfeld, in dem gegenwärtig die Frage nach neuen Arten der Legierung von Kunst und Aktivismus entsteht. Begriffe wie Artivism statt Aktivism machen die Runde. Kaum überschaubar ist die Vielgestaltigkeit von Praxisformen, die weder mehr einfach Kunst sind, noch auch Politik im üblichen Sinne. Ich versuche die darin gelegene und jetzt von mir so skizzenhaft umschriebene Fragen mit Hilfe einer Polarität der Begriffe Ästhetik des Widerstands und Ästhetik des Aufstands zu bedenken. Das monumentale Romanepos von Peter Weiß mit diesem Titel Ästhetik des Widerstands ist eine der bedeutendsten Manifestationen zugleich einer Ästhetik des Widerstands und sie schreibt der Kunst eine durchaus komplexe Rolle im Zusammenhang von Widerstand zu. Der fulminante Schluss des Buchs bringt nach fast 1000 Seiten den Leser wieder vor dem Pergamonfries, mit dessen Schilderung es begann, und kommt auf den Umstand zurück, dass die Gestalt des Herakles darin fehlt. Neben den Skulpturen im Fries des Pergamonmuseums, der den Kampf zwischen Göttern und Titanen zeigt, kommt die Figur des Herakles mit dem Löwenfall als dem möglichen Retter und Befreier nur als Lücke vor. Darum steht am Ende der Ästhetik des Widerstands ein Bild endlich erfolgenden und möglicherweise erfolgreichen Widerstands nur als die Erinnerung an eine mögliche Zukunft der Vergangenheit. Ästhetik des Widerstands bedeutet also vor allem Erinnerung an Widerstand sowie die Behauptung eines Konjunktivs, einer Möglichkeit, deren Eintreten über aber alles andere als gewiss ist. Es wäre der Moment, wenn die Menschen nicht mehr auf den Retter warten, eine unsichere Hoffnung. Weiß schreibt: Und blind geworden von langem Kampf würden sie, die sich auflehnten nach oben, auch herfallen übereinander, einander würgen und zerstampfen, wie sie oben, die schweren Waffen schleppend, einander überrollten und zerfleischten. Und Heilmann würde Rimbaud zitieren und Coppi das Manifest sprechen. Und ein Platz im Gemenge würde frei sein, die Löwenpranke würde dort hängen, greifbar für jeden. Und solange sie unten nicht abließen voneinander, würden sie die Pranke des Löwenfells nicht sehen. Und es würde kein Kenntlicher kommen, den leeren Platz zu füllen. Sie müssten selber mächtig werden dieses einzigen Griffs, dieser weit ausholenden und schwingenden Bewegung, mit der sie den furchtbaren Druck, der auf ihnen lastete, endlich hinwegfegen könnten. Das künstlerische Bild des Widerstands verlangt also eine Ästhetik im Konjunktiv, die sich mehr noch auf die Vergangenheit als auf die Zukunft richtet und die weißmonumentale Ästhetik des Widerstands auch selbst verwirklicht hat. Warum macht man nicht übrigens mal endlich eine performative Lesung, zu der man kommen und gehen könnte? Circa 5 Tage würde ich schätzen, Tag und Nacht könnte man das Werk in einem Saal lesen.
In diesem Modus ist Ästhetik des Widerstands zu denken, die die Geschichte mit Walter Benjamin zu sprechen auf ihre verlorene und verpasste Zukunft hin befragt und sich also dem Terror der Zeitlinie der homogenen Geschichtszeit der Sieger aller Zeiten widersetzt. Angesichts der Verleugnung und Verdrängung, des bequemen Vergessens und der nachträglichen Denunziation der Widerstandsbewegungen darf Theater, darf Kunst ihre wesentliche Aufgabe, die der reflektierenden, innehaltenden, unterbrechenden Reflexion und der Erinnerung an Widerstand, den es denn doch gegeben hat, nicht vergessen oder kleinreden. Ästhetik des Widerstands in diesem Sinn darf sich nicht aufgeben zugunsten der aktivistischen Ästhetik des Aufstands. Aber diese gibt es auch. Ich werde, wie schon gesagt, gar nicht erst den Versuch unternehmen, hier ein Panorama dieser Creative Practices zu malen, die weltweit seit langem sich im Kontext der sozialen Bewegungen entfalten. Videokünstler, Fotografen stellen sich zur Verfügung, Street Art stellt neue Öffentlichkeiten für Protest her, Erzählungen von Verhaftung und Aufstand werden in Kairo gesammelt und theatral nachbereitet, Sie haben das vorhin schon erwähnt, von Kampfliedern und Slogans ganz zu schweigen. Versuche zu neuen Formen der Selbstorganisation gehen ein Bündnis ein mit direkt aktivistisch-artivistischen Interventionen und ästhetischen Verfahren der Erinnerung und des Innehaltens, wie ich sie eben versucht habe, unter dem Stichwort Ästhetik des Widerstands zu subsumieren. Aber auch in den Momenten der realen politischen Insurrektion geht das ästhetische Motiv nicht verloren. Globalisierungskritik und Zapatismus in Mexiko, Occupy-Dauerbesetzung und die Streikposten, die Piqueteros in Argentinien, Bewegung des 15. Mai, 15M in Spanien, Real Democracy Now und so weiter. Und natürlich auch ein gewisses Lied in der Erlöserkirche. Mutter Gottes, die Jungfrau, vertreibe Putin, vertreibe Putin, vertreibe Putin. Der KGB-Chef ist euer oberster Heiliger, göttlicher Dreck, Dreck, Dreck. Ich kann es natürlich nicht singen. Überall entstehen in den Zusammenhängen des Aktivismus neue Formen des künstlerischen Ausdrucks, werden alte Formen der Agitation und Selbstermutigung wiederbelebt. Es liegt nahe, diese dezentralen Bewegungen mit delusianischem Vokabular zu benennen, das übrigens schon Hart Negris Imperium die hauptsächliche Begriffsstützen bot, um Subjektivität jenseits hergebrachter logozentrischer Denkmodelle zu konzeptualisieren und den tödlichen dialektischen Ping-Pong zwischen Kollektiv und Individuum anders zu denken. Eines ist sicher, diese Artikulationen zwischen Politik, Aktivismus und Kunst begegnen sich mit den Entwicklungen in den Künsten selbst, bei denen die Auflösung der tradierten Genres, auch zum Beispiel des Theaters, schon aus immanent künstlerischen Motiven, nicht um der Politik willen geschieht. In der Ästhetik des Aufstands ist die ästhetische Haltung, anders als in den eingangs erwähnten Beispielen, unmittelbar eine politische Handlung, zum Beispiel verbunden mit einer Ordnungswidrigkeit, Verbots- oder Gesetzesübertretung. Das Kommunistische Manifest, Büchners Hessischer Landbote, vielleicht der kommende Aufstand, sind jeweils offensichtlich von Wert als Text und Literatur und zugleich unmittelbar politisches Tun. In der Ästhetik des Widerstands reflektiert politisches Bewusstsein künstlerisch seine Zweifel, seine Geschichte, sein mögliches Scheitern, die unbeantwortbaren Fragen, mit denen jedes politische Tun schwanger geht. In der Ästhetik des Aufstands nimmt Kunst unmittelbar teil an einer politischen Bewegung. Georg Büchner zum Beispiel schrieb fast gleichzeitig Dantons Tod, Ästhetik des Widerstands, und den Hessischen Landboten, Ästhetik des Aufstands. Weder ist die Ästhetik des Widerstands zu denunzieren als nur passive und womöglich traurige Kontemplation, denn ihre Arbeit an menschlichem Ausdruck und ihre Zäsur des Handelns werden dringend benötigt. Noch ist Ästhetik des Aufstands als praktizistisch, als mittelmäßige Kunst zu verurteilen, die Teil der realen Bewegung des Politischen ist. Früher hat man vielleicht einmal eine ordentliche Chronologie denken können. Erst kommt der Widerstand, dann kommt der Aufstand. Heute sehen wir, dass beides zugleich geschieht. Frei nach Heiner Müllers Hamlet-Maschine, der Aufstand beginnt als Spaziergang. Gegen die Verkehrsordnung während der Arbeitszeit, die Stunde gehört den Fußgängern, hier und da wird ein Auto umgeworfen. Das Politische einer Ästhetik des Widerstands trifft sich heute mit der Theoretisierung des Politischen, wie sie Jacques Rancière unternimmt, einst Althussers Schüler, der sich von ihm entfernte, aber durch eine gewisse Abstraktheit des Diskurses aus dieser Lehre mitgenommen hat. Das Politische der Kunst besteht für ihn in der langfristigen Arbeit an der Umverteilung des Sinnlichen, des Wahrnehmungsfelds, Veränderung des Terrains, des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Was am Ende wie eine Reformulierung der klassischen Vorstellung von der Kunst anmutet. Eine Ästhetik des Aufstands könnte sich zum Beispiel darauf berufen, dass Alain Badiou das Politische durch die Geste des Beginnens definiert. Beide Aspekte sind zusammenzudenken. Vielleicht als eine Ästhetik des Abstands. In den ästhetischen Findungen der neueren Praxisformen in Kunst und Theater kann der Aufstand Partikel einer Ästhetik des Widerstands werden, in den aktivistischen Formen kann die Ästhetik des Widerstands aufgehoben sein. Wie, unter welchen Bedingungen, in welcher Konsequenz entscheidet sich nur konkret, nach Zeit, Ort, Institution.
Das sieht in Buenos Aires anders aus als in Kairo, in Tokio anders als in Berlin. Generelle Aussagen dazu sind nicht zu treffen. Nur zu kommentieren, was das Theater tut, so oder so. Worauf es mir ankam, war die Überlegung, dass es hier keine Alternative geben darf. Ästhetik des Aufstands, in der die Künstler unmittelbar so zu sozialen politischen Akteuren werden, ist heute vielfach geboten, legitim auch als Kunst. Aber Kunst, die nicht so am Aufstand partizipiert, muss als Ästhetik des Widerstands den größeren Abstand behalten, also immer wieder eine genuin ästhetische Differenz wahren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich habe, oder ich weiß nicht, ob Sie da eine Antwort drauf haben, aber wenn ich über Widerstand in der Kunst nachdenke und dann aus einer deutschen Perspektive, wo man irgendwie sagen kann, man ist ja schon immer noch in so einem Inseldasein irgendwie als, also, oder wenn man über Politik oder Kunst und Politik nachdenkt und ich finde immer, es ist so, wie soll ich das beschreiben, ohne dass es doof klingt? Also wenn man jetzt zum Beispiel in Ägypten oder was, oder irgendeinen Krisenstaat, und dann hat man da als Künstler irgendwie ein ganz zentrales Thema, womit man sich befassen kann und wo man irgendwie wie sagen kann, ja, das ist jetzt meine Verantwortung und Pflicht, politisch zu sein und meine Kunst auch irgendwie dafür zu nutzen. Hingegen finde ich, in Deutschland sucht man immer so nach sowas, was geht mich jetzt wirklich an, auch wenn alle Sachen einem irgendwie was angehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Also man kann es immer noch so von sich abstrahieren und das ist jetzt keine direkte Frage, aber vielleicht einfach nochmal so ein Denkansatz, weil sowas lässt sich immer alles einfach theoretisieren und sagen und man kann das alles lesen und sowas, aber wie, Sie können jetzt mir auch keine Umsetzung dafür geben, aber vielleicht können Sie da einfach nochmal, vielleicht haben Sie sich darüber ja mal Gedanken gemacht oder so. Ja, ja. Also die Situation, die Sie beschreiben, ist natürlich sehr real. Ich glaube, das erfahren wir alle, diese Differenz in einer Situation, einer Konsumgesellschaft, in der es auch den Hartz-IV-Empfängern immer noch im Vergleich zu vielen anderen Weltgegenden vergleichsweise gut geht und zu solchen direkten Situationen, wo auch Gefahr für Leib und Leben ist und diese Widerstandssituation ist. Es gibt ja einen schwarzen Satz von Brecht, der lautet, der Mensch fängt erst an zu denken, wenn er dem nackten Ruin ins Auge sieht. Und daran ist natürlich etwas richtig. Ich glaube aber, dass gerade die jetzige Zeit dadurch gekennzeichnet ist, dass trotz der relativ gesehen immer noch günstigen Lage, in der sich auch die Ärmeren, die Unterdrückten, die unteren Schichten in unserer Gesellschaft befinden. Ich will das jetzt wirklich nicht verharmlosen, ich spreche nur im Vergleich zu Hungergegenden und so weiter. Doch inzwischen nicht mehr ausreicht, um die Legitimität und die Anerkennung der Art unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens wirklich zu begründen. Das heißt, ich sehe einfach Tendenzen, dass sich sowohl Leute moralisch entrüsten über diese Situation, dass sich aus dem Bürgertum, das sich auch von Gefahren bedrängt sieht, mehr und mehr Widerstand regt gegen eine bestimmte Herrschaft von kleinen Cliquen, wenn man so will, relativ, die sich über die Kapitalgeschichten verwirklicht. Und dass umgekehrt es in der Führungsschicht unserer Gesellschaft offensichtlich tiefgreifende Konflikte und Widersprüche gibt, wie man denn mit den Situationen umgehen soll. Insofern, glaube ich, sollten wir nicht davon ausgehen, dass diese relative Ruhe, die wir hier noch in unserer Gesellschaft haben, noch lange anhält. Darum auch der Hinweis auf den Dauerzustand der Krise. Und wir sollten uns auch klar machen, dass die Situation, die jetzt in anderen Ländern so viel dramatischer ist, nur wenige Jahrzehnte zurückgerechnet in Europa eben auch gegeben war. Wir haben ja heute die Tendenz zu glauben, dass, oder es soll uns eingeredet werden, dass wir heute alle Kühlschränke und Waschmaschinen haben und so weiter, dass das alles irgendwie gar nicht mehr so schlimm ist wie in den 20er Jahren, dass man irgendwie Kaffee kriegt und so und den nicht so dünn machen muss wie die Arbeitslosen in den 20ern. Das sei alles das Verdienst sozusagen ganz allein der Geldhändler. Aber das ist es natürlich nicht. Das ist natürlich eine Entwicklung, die durch die Wissenschaftler, durch die Arbeiter, durch die Künstler, durch die Erfinder von neuen Dingen entwickelt worden ist und lediglich gefördert wird durch ein konkurrenzbetontes Wirtschaftssystem. Insofern sollten wir ein bisschen
die historischen Perspektiven da waren. Wir sind hier tatsächlich wie eine Art geschichtsberuhigter Fußgängerzone, noch immer, in Mitteleuropa. Aber wir sind längst nicht mehr der Nabel der Welt. Und was hier passiert und wie es passiert, ist sehr schwer im Augenblick vorauszusehen. Deswegen glaube ich, dass man jetzt in der Situation ist, dass man sicherlich bei vielen Leuten auf taube Ohren stößt, die sagen, Leute, macht mal halblang, das ist doch alles nicht so schlimm, geht doch irgendwie noch ganz gut, wer wird dann über so ein bisschen ungerechte Verteilungspolitik gleich die Nerven verlieren? Aber ich glaube nicht, dass sich das lange halten kann, weil eine Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass sie nicht nur materiell, sondern auch sozusagen ideologisch von ihrer Mehrheit getragen wird. Und das scheint mir im Augenblick zu bröckeln. Das wäre meine Antwort im Augenblick auf diese Lagebeschreibung, die Sie geben. Und deswegen, glaube ich, muss man sich im Augenblick damit abfinden, wenn man Veränderungen will, dass man jetzt noch in der Minderheit ist, dass aber da eine Bewegung im Gang gekommen ist. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Kann mich natürlich auch sehr täuschen. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich fand sehr interessant Ihre Unterscheidung in Ästhetik des Widerstands und Aufstands und wollte dazu zwei kurze Fragen stellen. Erstens, was halten Sie von der Unterscheidung von dem Frankfurter Politikwissenschaftler und Theatermacher Jan Deck, zu sagen, einerseits gibt es politisches Theater, was irgendwie in einem Drama zum Beispiel oder Lehrstück eine Art von Utopie arbeitet und von politisch Theater machen, kollektiven Formen etc. Und das Zweite wäre, so wie ich das mitbekommen habe, war ja in der Berliner Presse oder ich weiß jetzt vielleicht auch in der Kunstmagazin sozusagen die Berlin Biennale irgendwie als gescheitert oder beschrieben worden oder sehr kritisiert worden. Ich glaube auch anhand zum Beispiel, wie zum Beispiel die Occupy-Bewegung dort in diesen Kunstraum eingepflanzt wurde. Wie würden Sie, falls Sie sie gesehen haben, die Berlin Biennale in dieses Raster einordnen? Ja, also das, die politische Einschätzung der Berlin, das kann ich selber nicht sagen. Ich kann dazu nur ganz grundsätzlich sagen, scheitern sowieso. Brecht war zum Beispiel als kommunistischer Künstler ein großer Verfechter der Niederlage. Er hat immer wieder Gedichte und über den Wert der Niederlage geschrieben. Ohne dass man direkt auf die Niederlage und auf das Scheitern zugeht, würde sich ja nie eine Widerstandsbewegung formieren können. Denn sie geht ja immer gegen die per Definition im Herrschenden und Mächtigeren vor. Also frei nach dem Brecht-Gedicht, die chinesische Mauer während ihres Baus wurde 3000 Jahre bekämpft, dann stand sie. Ist vielleicht also auch darin nicht ein deprimierender Aspekt zu sehen. Und ich glaube, dass richtige Unterscheidung, Jan Deck kenne ich ja gut, zwischen der Idee des politischen Theaters und dem politisch Theater machen, durchaus, das ist nicht genau deckungsgleich mit der Ästhetik des Widerstands, weil das ist die Ästhetik und das andere ist die Produktionsweise. Ich finde es sehr wichtig, dass man heute sich klar macht, dass es kein interessantes Theater über politische Themen geben kann, das nicht auch selbst seine eigene Produktionsweise in Frage stellt. Also wenn ich hierarchisch strukturierte Theaterinstitutionen sehe, die mit großem Plom-Plom große Theaterstücke über soziale Emanzipation machen, aber in ihrer Arbeitsweise selber das überhaupt nicht realisieren, dann finde ich das nicht glaubwürdig. Sodass ich auch schon glaube, es kommt heute wirklich darauf an, in jeder Weise, sowohl in der Ästhetik des Aufstands wie in der Ästhetik des Widerstands, Theater politisch zu machen und nicht politisches Theater zu machen. Und diese Überlegung ist vielleicht ganz wichtig und insofern, als man dann sofort hinzufügen sollte, dass das natürlich nicht ausschließt, dass Theater auch politische Themen direkt verhandeln kann, wie es das immer in seiner Geschichte getan hat und auch heute tun kann. Aber damit ist es nicht getan. Es muss irgendwie auf eine andere Weise hergestellt werden. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich fand das wirklich spannend. Ich hätte eigentlich noch 30 Minuten weiterhören können. Ich habe eine Frage bezüglich, was Sie meinten zu einer auf Konkurrenz basierte Wirtschaft.
Schlussfolge wäre auch so in Richtung Theatergestaltung denkbar. Aber meine Frage ist, würden Sie so weit gehen zu sagen, dass diese auf konkurrenzbasierte Wirtschaft doch eine Art von Fundamentalismus ist, in dem es keine andere Möglichkeit zulässt? Wir müssen einfach Teil des Systems sein. Entweder wir verdienen Geld oder wir haben keine Chance. Und es werden jetzt geringer und geringer Chancen. Und ich glaube, Kunst, wie dieser Herr so vorhin meinte, mit der Biennalisierung der Occupy-Bewegung eigentlich schon durch Fördergelder irgendwie schon sehr stark konturiert worden ist. Mhm. Ja, ja. Also ich gebe Ihnen in der skeptischen Analyse natürlich recht. Wir sind alle in einer Konkurrenzwirtschaft und einer Konkurrenzgesellschaft befangen, die uns bis hin zu der Konkurrenz der beiden fortschrittlichen Schauspieler um dieselbe Rolle natürlich verfolgt. Ganz klar. Und ich meine nur die Alternativlosigkeit dieses Zusammenlebens, die ist etwas, was, glaube ich, denn doch zunehmend auch auf verschiedene Ebenen in Frage gestellt wird. Das heißt nicht, dass ich irgendeine dieser Bewegungen jetzt auch meinerseits idealisieren möchte. Ich glaube auch, dass heute ganz wichtig ist, das ist auch öfter von anderen schon hervorgehoben worden, dass es wirklich nicht darauf ankommt, die unterschiedlichen Protestbewegungen unbedingt auf ein bestimmtes Programm zu verpflichten, sondern dass wir in einer Phase sind des Suchens, des Protestens, des Widerstands gegen bestimmte Phänomene und bestimmte Auswüchse. Aber deswegen habe ich ja so ausführlich über Althusser gesprochen, weil ich meine, wir müssen uns eben immer wieder daran erinnern, dass die Strukturen, mit denen wir es zu tun haben, tatsächlich systematischer Art sind. Gesichtslos, kaum zu zeigen, kaum ästhetisch darzustellen und auch kaum etwas, woraus man vollkommen radikal austreten kann. Und dieses Verhältnis ist, da bleibe ich nicht in der Revolutionstheorie, aber in der Kapitalanalyse, klassisch marxistisch, das ist ein absurder Weg, den die Geschichte eingeschlagen hat, der unglaubliche Steigerung der Produktivkräfte mit sich gebracht hat, das ist gar keine Frage, weil der Stachel der Konkurrenz, wie Marx schrieb, natürlich uns alle dauernd dazu bewegt, immer mehr zu leisten. Das ist gar keine Frage, dass das diese Effekte hatte. Aber natürlich gleichzeitig auch eine Art von Absurdität beinhaltet. Das ist etwas Verrücktes, dass wir in einer Gesellschaft zusammenleben, so wie wir hier zusammensitzen, in der Weise, dass wir uns selber immer gegenseitig verkaufen, statt in irgendeiner Weise es schaffen, zusammen die notwendigen Tätigkeiten zu tun. Daraus muss im Augenblick gar nichts folgen, weil es gibt ja keine konkret politische Perspektive gegen dieses System, aus diesem System jetzt auszusteigen. Aber es bewusst machen, es immer wieder verschiedenste Wege ins Gefühl und ins Bewusstsein zu rufen, dass da eine Verrücktheit drin steckt in dem, was uns das Normale vorkommt. Das scheint mir heute sehr wichtig zu sein. Insofern teile ich sozusagen die Skepsis und kann auch nicht weiterkommen als vielleicht der italienische Marxist Antonio Gramsci, der die berühmte Formel prägte: Pessimismus der Analyse, Optimismus des Tuns. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage zu der sehr interessanten Unterscheidung zwischen der Ästhetik des Widerstands, hier bin ich. Ach, da sind Sie. Und der Ästhetik des Aufstandes, die Sie auch jetzt gerade auch in der Diskussion durch die politische Lage sehr oder die gesellschaftliche Lage sehr begründet haben und sehr plausibel gemacht haben. Und ich bin auch gar nicht dagegen, die Ästhetik des Aufstandes sozusagen mehr ins Rampenlicht zu rücken oder auszuzeichnen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, hat das nicht auf der Ebene der ästhetischen Systematik eigentlich größere Auswirkungen, als Sie das so angedeutet oder uns präsentiert haben? Nämlich das, was Sie Ästhetik des Widerstandes genannt haben, scheint ja doch das zu sein, was man in unserem System, so wie es bisher gewesen ist, unter Kunst verstanden hat, Kunst und Theater. Also ganz allgemein, ein System, was sich selber immer reflektiert und was aber irgendwie
die Autonomie doch im Spiel hat, egal wie dekonstruiert und aufgelöst oder in Frage gestellt. Und mir scheint doch eigentlich, dass diese Reflexion in der Ästhetik des Aufstandes irgendwie nicht mehr so in der Form gegeben ist. Also hätte man noch vor wenigen Jahren gesagt, die Ästhetik des Aufstands, das ist ein Selbstmissverständnis der Künstler, wenn sie denken, dass sie da Kunst machen, die machen eigentlich Politik und es hat nichts mehr mit der Kunst zu tun. Also so ist ja jahrzehntelang gesprochen worden und darunter haben, glaube ich, auch viele Künstler gelitten, die das anders selber verstanden haben, was sie gemacht haben. Und meine Frage ist eigentlich, ändert sich nicht mit so einer neuen Systematik, die Sie geben, die Definition der Kunst, sagen wir mal so, auf der strukturell-systematischen Ebene? Oder hätte das nicht doch noch größere Auswirkungen, dass Sie da auch Sachen wieder mit reinnehmen und müsste nicht die gesamte Bestimmung quasi wieder neu auf dem Spiel stehen? Ja. Also ich finde die Frage sehr richtig. Ich würde es gewissermaßen nur andersrum sehen. Ich glaube, dass es so viel dieser Ästhetik des Aufstands jetzt gibt und auch mit so einem starken Bewusstsein dafür, dass die Künstler sagen, das ist auch richtig, was wir hier machen, das ist Kunst, das verstehen wir so, ist selber schon eine Auswirkung. Es ist eine Auswirkung einer Entwicklung, wo der Bereich der Kunst als ästhetische autonome Praxis selber in eine Grenzzone geraten ist. Das heißt, wir leben heute sozusagen auf einem Grenzbezirk, wo wir Kunst noch haben, Kunst sich aber zugleich immer wieder schon inzwischen mit allen anderen Möglichkeiten assoziiert. Also nicht nur die Künste untereinander. Theater wird Installation, Performance wird Ausstellung und so weiter. Nicht nur innerhalb der Künste gehen die tradierten Grenzen flöten, mehr oder weniger, sondern auch zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Also dass Kunst, dass das Theater im Zusammenhang mit therapeutischen, mit didaktischen, mit allen möglichen Phänomenen jetzt steht. Und vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass aus Gründen, man mag das bedauern, ich gehöre zum Beispiel zu denen, die immer da ein Element von Bedauern haben, wenn ich an meine großen Erfahrungen mit ästhetisch autonomen Kunstwerken denke, da wird es immer ein Bedauern geben, aber wir müssen, glaube ich, das sehen, dass wir heute nicht mehr von Kunst ohne weiteres sprechen können. Ja, und genau, das hätte die Konsequenz, also einfach auf einer systematischen Ebene, dass die Kunst sich verabschiedet, eventuell. Nicht verabschiedet, sondern es gibt bei Jean-Luc Nancy zum Beispiel, den ich hier nochmal gern zitieren möchte, gibt es eine schöne Wendung, dass er versucht, sagt, Kunst geschieht heute vielleicht nur noch als die Spur ihrer selbst. Das ist erstmal nur eine Denkhilfe, damit man auch da aus dem dialektischen Ping-Pong, dem Tödlichen, rauskommt und sagt, entweder es ist Kunst oder nicht Kunst. Vielleicht müssen wir eben unsere Auffassung von Kunst insofern revidieren, als wir uns auch erinnern, dass die Autonomie der Kunst selber ja eine relativ junge, moderne Erfindung war. Im alten Athen gab es keine ästhetische Autonomie des Theaters. Da gab es aber auch nicht die Kunst, sondern die bestimmte Praktiken. Eben, die gab es eben noch nicht. Ja. Aber auch im ganzen Mittelalter und noch im weitestgehend in der Renaissance, in dem Barock, hätte niemand sozusagen die Kunst als autonomes Faktum in den Mittelpunkt gestellt, selbst wenn die Künstler schon relativ große Selbstständigkeit sich erarbeiteten. Es war immer im Dienst der Gesellschaft, dann im 18. Jahrhundert im Bürgertum, im Dienst einer moralischen Didaxe für das Bürgertum, das sich irgendwie unterrichten sollte und so weiter. Also die ganz autonome Idee von Kunst ist als Protestbewegung eigentlich ein Produkt der Moderne. Wo auch die ästhetische Autonomie der Kunst gegen diese Entwicklung der Industriegesellschaft und so von vielen Künstlern, zum Teil ganz konservativ reaktionär, zum Teil auch fortschrittlich, Courbet oder William Morris, wenn man die mal so gegenüberstellt, das hat es eben gegeben. Und ich glaube, tatsächlich, da sind wir. Wir sind in dem Bereich, dass wir nicht mehr unbefangen das Wort Kunst benutzen sollten, sondern denken, dass es da verschiedene Spielarten gibt, von denen die eine dann vielleicht fast noch so aussieht wie traditionelle autonome Kunst, und die andere schon überhaupt nicht mehr wie Kunst. Und dazwischen bewegt sich jetzt das Feld. Ich habe keine Antwort. Ich glaube, wenn morgen was erfunden wird, was die Antwort wieder neu gibt, müssen wir gemeinsam drüber nachdenken. Der Theoretiker kommt hinterher und hinkt hinterher. Wenn die Leute nicht was machen, was wir bedenken können, stehen wir da im Leer. Genau. Das bringt mich auf eine Frage, die anknüpft daran, dass mir aufgefallen ist, dass die Referenzen, die Sie in Ihrem Vortrag verwenden,
die sind alle so um die 20 Jahre alt oder noch ein bisschen älter. Das ist jetzt nicht kritisch gemeint, also nicht irgendwie dünkelhaft gemeint, aber das sind ja alles Theoretiker, die eine Konstellation beschreiben, die quasi vordigital ist, um es mal als ein Schlagwort zu bezeichnen. Und ich frage mich, ob die Entwicklungen, die Sie dort, die Sie hier skizzieren sozusagen, möglicherweise etwas damit zu tun haben, dass im Zuge der Digitalisierung von Kommunikation sich tatsächlich auch gesellschaftliche Wahrnehmungsweisen, gesellschaftliche Reflexionsweisen, Kommunikationsformen und sowas verändert haben und ob möglicherweise auch von dieser ja sehr materiellen kulturellen Entwicklung sozusagen Impulse ausgehen, die im Hinblick auf die Veränderung der Bedeutung von Kunst, ihrer Äußerungsformen und der Art und Weise, wie sie wahrgenommen wird, eine Rolle spielen. Ich bin vollkommen einverstanden und natürlich habe ich teilweise gegenwärtige Phänomene genommen, die aber auch mit Theoretikern, die tatsächlich zurückgehen. Nun denke ich, muss man da mit diesem Veralten und dem neuesten Modernen der Theorie auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Also vieles, wie gesagt, Hart Negri zum Beispiel, das kommt alles von Deleuze, was sie in Empire da gemacht haben. Das ist eine Applikation. Und ich bin vollkommen Ihrer Meinung, dass das noch vollkommen unausgelotet ist und weiter bedacht werden muss, wie diese digitale Netzwelt die Wahrnehmungsweise verändert. Nur, das habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt und habe mich gefragt, muss ich daraufhin diese Überlegungen eigentlich vollkommen anders gestalten, und sagte mir, nein. Das wird sich, die digitalen Vernetzungen werden genauso wieder neue Wahrnehmungsformen hervorbringen, wie sie die Erfindung des Kinos, des Films, der Medien, des Fernsehens und so weiter auch hervorgebracht hat. Nicht? Und das muss man dann jeweils neu sehen. Also ich habe zum Beispiel postdramatisches Theater geschrieben, weil ich dachte, vieles, was in den historischen Avantgarden bereits natürlich entwickelt wurde, gewinnt nochmal eine neue Brisanz im Kontext der Mediengesellschaft. Da muss das Theater sich wirklich fragen, was kann es da eigentlich tun seit den 70er Jahren? Wo sich die Medien. Und heute ist natürlich das Digitale, was sich verbreitet. Und da werden die Theoretiker, werden die Wissenschaftler und Künstler gesucht, die das beschreiben, was sie eben andeuten, wirklich bedeutet für die Wahrnehmung. Also dass es sehr, sehr weitgehend, sehr starke Bedeutung hat, davon bin ich vollkommen überzeugt.